Irgendwie scheinen sich alle YouTuber einig zu sein, dass jetzt, wo Call of Duty bzw. Activision von Microsoft eingekauft wurde und auch 2023 endlich mal einen Schönheitsschlaf einlegen will, Call of Duty gerettet ist. Ob das wirklich so ist, will ich in diesem Video mal ein bisschen genauer analysieren und auch mir persönlich auch so ein bisschen die Frage beantworten, wieso will das eigentlich jeder? Aber ohne ein Intro-Video geht hier gar nichts, von daher Film ab. So Leute, Konrad wieder hier und heute gibt's mal wieder ein schön Oldschool-mäßiges Call of Duty Video und als Gameplay höchstwahrscheinlich auch was Oldschool-mäßiges, denn wie ihr wisst, ich habe mit den neueren Call of Duties eigentlich nicht mehr so viel am Hut. Ich persönlich hatte immer am meisten Bock mit den alten Modern Warfare Teilen und auch den ersten zwei Black Ops Teilen, aber seitdem hat sich doch so einiges getan, nicht nur auch mit Call of Duty, sondern generell mit der Videospielbranche, aber ich finde Call of Duty ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, um den Leuten auch zu zeigen, was mittlerweile so nervig an der Branche geworden ist. Und auch wenn Call of Duty heutzutage nicht mehr das ist, was es früher mal war, bietet es immer noch Sachen, die die Leute halt unbedingt haben wollen und daher auch immer noch so an der Franchise hängen. Meiner Meinung nach sind es vor allem drei Sachen. Einmal die Killstreaks, die aus irgendeinem Grund kein anderes Spiel irgendwie so nachmacht und halt definitiv Suchtpotenzial haben. Also wenn man nicht sterben will, um seine tollen Killstreaks zu bekommen, um danach easy Kills gegen Leute zu kriegen, ist vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so, wie das früher war. Aber dennoch, es ist ein Feature, was andere Spiele einfach nicht nachmachen. Dann wäre da noch das Gunplay, was Call of Duty eigentlich schon immer perfektioniert hat. Auch die ganzen Animationen und so. Es sieht halt richtig nice aus, fühlt sich gut an. Die Waffen haben so gut wie überhaupt keinen Rückstoß. Verglichen zumindest mit anderen Shootern. Und das macht wiederum Call of Duty natürlich auch zu so einem guten Konsolenspiel, wo man mit dem Controller halt nicht allzu viel machen muss, um seine Waffe auf dem Gegner zu halten. Und der dritte Punkt, wieso Call of Duty sich dermaßen von anderen Spielen absetzt, ist das Auflevel-System. Früher zumindest hatte Call of Duty wirklich eins der besten Auflevel-Systeme überhaupt. Egal, ob es jetzt darum ging, einfach seine Waffe ausstatten zu wollen mit guten Aufsätzen, mit schönen Tarnungen oder seinen Charakter, seine Perks. All das hat früher ziemlich gut Sinn gemacht und auch Spaß gemacht. Sogar so viel Spaß, dass man das mehrfach im selben Spiel machen konnte. Man konnte sein Konto einfach prestigen, sprich einfach alles nochmal von vorne machen und dafür hat man dann wieder Sachen freigeschaltet oder hinzubekommen. Sprich, Call of Duty hat es wirklich geschafft, quasi nur mit seinem Auflevel-System Leute super lang an ein einziges Spiel binden zu können, auch wenn das Spiel nicht immer ideal gewesen ist. So war doch eigentlich immer das Auflevel-System ein Grind, den man sich eigentlich gerne geben konnte. Und das ist für mich so einer der Knackpunkte, wo sich Call of Duty heutzutage in eine etwas andere Schiene entwickelt. Denn ich habe es schon öfters auf meinem Kanal angesprochen, die Videospielbranche ist definitiv nicht mehr das, was sie früher mal war. Mittlerweile steckt da so viel Geld und auch leider deshalb so wenig Leidenschaft dahinter, dass in jedem Spiel eigentlich nur noch geguckt wird, wie wird maximal Geld rausgeholt. Und ich finde, da ist eigentlich das Problem, wieso das Auflevel-System nicht mehr das ist, was es früher mal war. Denn was Call of Duty versucht, ist, zwei Systeme in eins zu verbinden und das meiner Meinung nach absolut nicht erfolgreich. Die versuchen, ein ganz normales Spiel wie früher immer noch den Leuten zum vollen Preis zu verkaufen. Aber zusätzlich versuchen sie das Free-to-Play-Modell, was Fortnite natürlich so bekannt gemacht hat, immer noch ins Spiel zu implementieren. Und das sind zwei Systeme, die meiner Meinung nach, so wie sie zumindest jetzt sind, nicht funktionieren können. Denn diese zwei Sachen müssten super sensibel ausbalanciert werden und das ist absolut überhaupt keine Priorität. Das merkt man auch, denn alles, was wir uns mittlerweile an Microtransactions noch zusätzlich in einem Spiel einfach mal kaufen können, sind Sachen, die das Aufleveln quasi überflüssig machen. Viele der Tarnungen, die man freischalten kann, sind eigentlich absolut nichts mehr wert, weil die absolut nicht so gut aussehen wie die Sachen, die man sich kaufen kann. Und stattdessen ist der Fokus jetzt auf einem Battle Pass als Hauptauflevel-System. Deshalb gibt es auch keine Prestiges mehr, deshalb gibt es nur noch saisonale Events. Und die sind dann noch mit Absicht so balanciert, dass man unmenschlich viele Stunden reinstecken muss, um aufzuleveln. Dass man eigentlich fast dazu genötigt wird, mit Geld sich im Battle Pass aufzuleveln, um die Sachen freigeschaltet zu bekommen.
Und auch die ganzen Waffen mit den Aufsätzen ist mittlerweile eigentlich so, dass ein Riesenteil der Aufsätze, die man kriegt, eigentlich nur Füllermaterial sind. Also das sind Sachen, die sind im Spiel da, damit man halt was zum Aufleveln hat, im Endeffekt dann aber nie wirklich benutzen wird. Ich persönlich finde es lächerlich, wie viele Visiere es heutzutage für Waffen gibt, die im Grunde ja eigentlich alles dasselbe sind. Und nicht nur Visiere, also es sind alle möglichen Aufsätze, die eigentlich ja keiner wirklich benutzen will, aber die sind halt im Spiel da, damit es Content gibt, den man sich freischalten kann, beziehungsweise kaufen kann, um zu bekommen. Und solange Call of Duty versuchen will, doppelt abzukassieren, indem sie zwei Spielmodelle in einem Spiel versuchen zu vereinen, sehe ich es relativ schwer, Call of Duty generell zu retten. Also das ist ein Problem, was Activision bzw. Microsoft in den Griff bekommen muss, um Call of Duty auch interessant wieder machen zu können. Und da wären wir jetzt im Grunde bei der Frage, kann Call of Duty überhaupt noch gerettet werden? Denn die zwei Hoffnungen, an die sich die Leute binden, ist halt, dass Call of Duty sich endlich 2023 eine Auszeit nehmen will und Microsoft jetzt der Boss ist und alles besser machen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich generell im Activision-Verein so einiges, zumindest wenn es um die Kultur und das Arbeitsverhältnis geht, bessern wird. Aber inwiefern sich das auf die Spiele auswirkt, das ist natürlich wieder eine andere Frage, denn ich glaube, der Hauptfokus wird definitiv sein, dass Call of Duty mit in den Game Pass von Microsoft genommen werden kann. Aber inwiefern sich das auf die Spielprinzipien von Call of Duty auswirkt, bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, denn wir müssen halt immer noch sehen, dass zum Beispiel Halo auch ein Microsoft-Spiel ist. Und da ist genau das, was ich angesprochen habe, so ziemlich das größte Problem. Das Auflevel-System bzw. das Free-to-Play-Modell, was Halo im Multiplayer hat, ist absolut nicht durchdacht. Also das funktioniert auf keiner Schiene. Und da das meiner Meinung nach auch so ziemlich das Hauptproblem in Call of Duty ist, bin ich mir da gar nicht so sicher, inwiefern da Microsoft helfen kann. Denn von dem, was ich auch gehört habe, will Microsoft sich gar nicht so sehr in das Spielentwickeln einmischen. Also Activision soll immer noch das machen, was sie machen. Infinity Ward und Treyarch Spiele so wie eh und je. Und inwiefern sich da das Monetarisierungsmodell verändert, bleibt abzuwarten. Also ich persönlich habe da auch noch nichts gehört, dass sich in der Richtung irgendwie was ändern soll. Deshalb bin ich persönlich da noch sehr skeptisch. Und die Tatsache, dass Call of Duty sich jetzt ein Jahr Pause nimmt, sprich ein Jahr länger hat zur Entwicklung des nächsten Teils, heißt für mich nicht unbedingt viel. Denn auch hier gucken wir uns zum Beispiel Battlefield oder Halo an. Das sind auch Spiele, die ewig zum Entwickeln gedauert haben und sind in einem Zustand rausgekommen, in dem sie nicht hätten rauskommen sollen. Aber was man sich überlegen kann, ist, dass dieses Jahr genutzt wird, um einfach ein bisschen experimentieren zu können. Also angeblich soll ja ein Gratis-Spiel rauskommen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das einfach dazu benutzt wird, einfach mal zu gucken, ob mit dem jetzigen Call of Duty Modell eventuell einfach was geändert wird. Weil wie gesagt, meiner Meinung nach hat Call of Duty das Hauptproblem, einen großen Teil von der eigenen Identität verloren zu haben, dadurch, dass sie versuchen, ein Free-to-Play-Modell in ein kostenpflichtiges AAA-Spiel zu verpacken. Die einzigen, die damit wegkommen, sind aus irgendeinem Grund FIFA, 2K und die ganzen Sportspiele. Die haben das irgendwie hingekriegt, aber das sind auch Spiele, die funktionieren anders. Da funktioniert das Auflevel natürlich nicht so wie in Call of Duty, sprich im Grunde gibt es da kein Auflevel-System. Die haben es geschafft, einen anderen Aspekt des Free-to-Plays in ihr Spiel zu tun. Aber selbst da würde ich bestreiten, dass das noch Serien sind, die gut sind. Also die sind zwar erfolgreich, die lassen sich verkaufen, aber das ist meiner Meinung nach kein gutes Produkt. Das ist halt einfach nur ein Spiel, was es weiß, wie man Kinder und Leute, die halt leider auch ein bisschen anfällig für sowas sind, ans Glücksspielen zu binden. Und wenn wir uns Call of Duty einfach als Gesamtes angucken, diese Serie gibt's schon verdammt lange. Und wenn man sich einfach mal andere Fernsehserien oder auch andere Spiele anguckt, die wirklich über Jahrzehnte quasi gelaufen sind, die sind einfach nicht mehr das, was sie früher waren. Die Leidenschaft ist nicht mehr da, die Leute, die da ursprünglich gearbeitet haben, die ganzen kreativen Ideen reingesteckt haben, die sind schon längst weg. Und die Videospielbranche generell besteht ja heutzutage hauptsächlich aus Kurzarbeitern, Freelancern, die haben da keinen großen Bezug, da irgendwie was Besonderes erreichen zu wollen. Das sind halt Leute, die gern in AAA-Studios arbeiten, weil das halt gut im Lebenslauf aussieht, aber dass die jetzt versuchen, die komplette Franchise umzureißen, das ist halt eher selten der Fall. Von daher, ich persönlich weiß gar nicht, wieso da so groß das Verlangen ist, Call of Duty am Leben zu halten, denn ich finde einfach, es gibt mittlerweile so unfassbar viel Alternativen.
Sprich, die Konkurrenz ist so groß wie noch nie und da muss man halt auch mal abwarten, ob diese Auszeit, die sich Call of Duty nimmt, Zeit ist, die sie sich leisten können. Versteht mich nicht falsch, ich hätte nichts dagegen, wenn Call of Duty genauso ein fettes Comeback feiert wie Tom Brady. Also ich würde mich definitiv freuen. Ich persönlich zum Beispiel, ich freue mich super auf den fangemachten Remake-Teil von SM2, wo das Beste von den alten und den guten Call of Duties zusammengepackt wird. Und ich garantiere sogar fast, dass das besser sein wird als das, was uns demnächst von Activision erwartet. Von daher, ich bin immer noch Call of Duty Fan, wenn Call of Duty gut ist. Und ob das auch Activision hinkriegt, wird sich dann die nächsten paar Jahre zeigen. Würde mich definitiv interessieren, wie ihr dazu steht, ob ihr meine Gedanken nachvollziehen könnt oder ob ihr das alles ein bisschen anders seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns die Tage wieder. Haut rein. Bis dann. Und...